Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jinjakusa mit einer neuen Folge von. Oh, Moment, ich muss kurz was abstellen. Das ist ja wichtig, sonst geht's kaputt. Mit einer neuen Folge von. Avatar Frontiers of Pandora. Ja, meine liebe Leute, wo sind wir wohl stehen geblieben? Wir sind wohl. Die letzte Folge, glaube ich, wegen der Umweltverschmutzung. Wir mussten. Es ist ja so wie Far Cry. Man erobert so das Hauptquartier. Es ist so wie kleine Nebenquest. Denke ich jetzt mal. Aber ihr wisst ja, ich kann nicht so gut erklären. Ich brauche immer einen Roman, wenn ich was schreiben will oder sowas. Also von daher, scheiß drauf. Meine Rede ist nicht meine Stärke. Und los geht's. Dann legen wir mal los. Kosmetik. Was könnte ich damit herstellen? So, ist schwul? Naja, geht hier. Sieht mehr männlich aus. Okay. Wildtierschaden? Gut. Vergleichen? Ländenschutz, da hat 13%. Wildtierschaden. Ja, dann nehme ich lieber das dir. Moment. War da irgendetwas? Ah, Moment. Rät? Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich diesen Logikspiel. Ein anderes Design. Wieso sieht das so hässlich aus? Das Aussehen. Es ist ja das Limited Edition. Ich habe hier so ein paar extra Nebenmissionen mir bestellt. Oh, das ist jetzt ein bisschen zu laut auf meinen Kopfhörern. Und ja, jetzt geht's weiter. Ach du kleiner verdammter Wichser, du. Nordwestlich des pneumatischen Turms Echo trifft Telein und die anderen Sarentu. An der Spitze des Klippe. Nordwestlich. Nie ohne sich waschen. Also nordwestlich ist irgendwo hier. Okay, dann machen wir es mal. Nordwestlich. Lieder der Ahnen. Geht doch hoch! Irgendwo nordwestlich. Leg dich doch, ey. Also, ich muss jetzt ein paar Pfeilen herstellen. Nein, du Trottel.
Nordwestlich. Könnte wohl das hier sein. Einfach mal versuchen. Hey, bist du mir nicht so langsam? Nein. Okay. Irgendwo. Es geht wohl nicht. Es geht so nicht. An der Spitze des Klippe. Geht's noch weiter hoch? Meine Fresse. Wie geht das Scheißspiel überhaupt? Nein, so geht das überhaupt nicht. Keine Ahnung, was es ist, aber... Soll ich vielleicht da reingehen? Nein, kann ich nicht. Nein, wie? Oh. Ach da. Kundigen. Nein, das hab ich jetzt falsch gemacht. Okay, wie geht das Spiel jetzt? Lockenzweig. Was ist das? Was ist das? Nein. Ich weiß nicht wo. Ich weiß leider nicht wo. Hey, was? Na du Huso! Oh Mann! Geh doch hoch! Ja, da hoch jetzt, oder? Es müsste jetzt hoch sein.
Oh, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Meine Güte, du. Ah, geschafft. Westlich, nordwestlich. Okay. Ich müsste jetzt wahrscheinlich irgendwo da hochgehen. Da ist ja doch das Nord- und das Westlich. Glockenzweig. Da müsste ich wahrscheinlich gehen. Einen Glockenzweig. Hey, das sieht schon mal geil aus, diese Perspektive. Ah, warte. Ach, ich verstehe. Sucker Peace. Also da hoch. Hä? Was war das? Ich muss noch hochgehen. Nein, da auch nicht. Was, hier? Mhm. Aber hier, da zeigt mir doch ein Weg. Genau dasselbe Scheißweg. Ah, warte. Okay, okay, ich hab's gleich. Oh, fuck. Was? Ist doch richtig. Und jetzt da hoch. Und jetzt müsste ich. Hallo? Ein Bugfehler. Nein. Bist du behindert? Tot. Geil. Ich habe echt keine Ahnung. Ich komme gleich wieder, was das ist behindert. So Leute, ich weiß jetzt, wo das Problem lag. Und zwar so. Ihr dürft nicht auf Erkundigung gehen.
übergeführt. Das macht keinen großen Unterschied. Da wird euch die Zielhilfe angezeigt. Lieber so weit, das ist Quatsch. Das ist kein großer Unterschied. Ah, da oben, okay. Ach, da oben. Wie komme ich da jetzt hier hoch? Wie komme ich jetzt hier hoch? Nein! Ach Mann! Ach Bullshit, Mann! Wie komme ich jetzt verfickt nochmal hier hoch? Vielleicht so? Okay, könnte klappen. Könnte klappen, aber das wird schwer sein. Ich jetzt hin? Ach, da gefunden. Hier oben, mach schnell! Die Blume, die sich nur für Sarentu öffnet, um Ewa zu erreichen, nach so vielen Jahren. Ewa, es war mein Traum. Sollen wir das wirklich tun? Ich bezweifle es. Du hast das noch nie gesehen. Pandora besteht nicht aus Metall. Ja, nur... Vielleicht ist das ja giftig. Oder so. Die Farbe steht bestimmt für Gift, ganz sicher. Ewa tut uns nichts. Mercer hat vor Ewa gewarnt. Wir verbinden uns zusammen, ja? Gleichzeitig. Und was sehe ich jetzt da? Diese Erwa? Aber was ist das? Mein eigenes Zeichen? Kennst du mich, mein Kind? Ich bin Entu, fürwahr, erster unseres Clans. Die Sarentu durchstreifen Pandora und halten die Clans mit Geschichten zusammen. Du bist neu, richtig? In dieser Welt? Komm zu den Tarsiu, Kind. Wenn du die Weisheit der Ahnen brauchst und du wirst Erfolg haben. Doch zuerst lerne zu überleben. Das erste Mal Pandora zu sehen,
ist wie das erste Mal das Meer zu sehen. Es scheint unendlich groß zu sein. Steht nie still, ist immer in Bewegung. Du kannst dich von den Wellen tragen lassen oder du ertrinkst darin. Um auf Pandora zu überleben, musst du lernen, dich zu bewegen wie die Wellen, zu steigen und zu fallen. Mit genau der gleichen Energie. Nimm diese Gabe des Fließens, Kind, und lebe. Air Boost? Drücke X, während du dich in der Luft befindest, um einen Satz in der Luft zu machen und noch mehr Höhe zu gewinnen. Beim Berühren einer vertikalen Oberfläche und drücke diese Optionstaste, kannst du dich von der Oberfläche abstoßen und so zusätzlich an Höhe gewinnen. Du musst den Boden einmal berühren, nachdem du einen Airbus ausgeführt hast. Kind, deine Stärke und Agilität als Sarentu lassen dich höher springen. Nutze dies auf der Jagd und im Kampf zu deinem Vorteil. Mit dieser Erinnerung der Sarentu-Krieger kannst du deine Gegner aus den Panzerungen reißen, in denen sie kämpfen. Wenn du kämpfen musst, nutze jeden Vorteil, um zu siegen. Hm. Die Sarentu-Reiter helfen dir dabei, das Band mit deiner Ikran zu stärken. Nun könnt ihr gemeinsam weiterreisen, große Schlachten schlagen und dem Horizont entgegenfliegen. Mit dieser Gabe der Ahnen landest du nach einem Fall stets federweich, damit du deinen gewählten Pfad furchtlos beschreiten kannst. Sarentu greifen von oben an, um ihre Gegner zu betäuben und einen Vorteil im Kampf zu erhalten. Du kannst diese Gabe nun nutzen. Unser Vorfahr, ein echter Sarentu. Glaubst du, er wusste, dass wir anders sind? Wir sind nicht anders. Wir wuchsen nicht im Clan auf. Mit unseren Liedern oder Geschichten. Nur mit denen der Himmelsmenschen. Mit Tod, Zerstörung, Hass. Aber wir gehören zu Ewa, ja? Mercer sagt, Ewa bringt Schmerz. Vernebelt Herz und Verstand. Mit Tricks und Lügen. Er will uns Angst machen. Zum Schweigen bringen. Und kontrollieren. Dies ist der Weg der Sarentu. Unsere Verbindung zur großen Mutter. Welchen Gott glauben die denn? Ist Ewa so eine Art Gott? Okay. Verstehe. Ja, ja. Überleben? Ah. Was habe ich hier? So. Eins. Zwei. Ich mache immer nach der Reihe. Ich mache immer Pyramidenreihe. Ah, scheiße. Ich bin auf dem Weg zum Hauptquartier. Bis bald. Okay, dann Hauptquartier.
kann immer Mann. Sein. Atmo ist sauer. Was war denn los? Hab sie gesehen. Sieh's dir an. Man sieht, wo... Wir überwachen die Luftqualität im westlichen Grenzgebiet. Hier und in Feldlaboren. Sie ist so viel besser, seit du diese Bohrstelle außer Gefecht gesetzt hast. Wir haben die Auswirkungen untersucht. Sie bekämpft. Die IDA zurückgedrängt, wo wir können. Ja. Sie werden diesen Ort sonst töten. Genau wie zu Hause. Die Erde? Alma erzählte davon. Hat sie euch alles erzählt? Sie ist, naja, verloren. Weil wir nicht für sie gekämpft haben, als wir die Chance hatten. Also kämpfen wir nun für eure. Wir werden hier etwas bewirken. Gemeinsam. Hab gehört, du hast den Bohrturm Solek sucht zerstört. Auch nach dir. Hab ihm versprochen, ich denk dran. Sag ihm das. So macht man das. Was ist in dem Lager los? Ist der Funk tot? Hey, wo ist das? Das schöne die RAA Dingsbums. Luft-Dingsbums kann in Hauptquartier des Widerstands und in Feldlabor eingesehen werden. Die Leute verschwenden so viel. Erkundigung? Oh, sorry. Ich glaube, sie mögen meine Schätze. Er ist in der Warte. Sprich mit Solek. Da ist er. Nichts, was etwas klingt. Du hast dich gut geschlagen. Haben die Menschen dich auch ihre Waffen gelehrt? Nein. Die RDA hat meinen Clan abgeschlachtet. Mit Kugeln zerfetzt. So habe ich gelernt. Ich weiß, wie man sich als Letzter seines Clans fühlt. Die Menschen und ihre Waffen sind hier, um Leid zu bringen. Die Menschen hier waren einst RDA. Und ich werde sie daran erinnern. Wir sind nun verbündet, aber es ist nicht ihr Krieg. Sie kämpfen für den Geist ihrer Welt. Wir kämpfen für unsere Heimat. Letztlich hat Mercer seinen Willen bekommen. Wir sind Soldaten. Du bist nicht das, wozu sie dich gemacht haben. Du bist Na'vi. Hab Geduld. Fangen wir damit an. Ich habe es für dich gemacht. Mein eigenes Lied? Wie das meiner Mutter? Alle Na'vi tragen eine. Sie zeigt die Reise deines Lebens und erinnert dich daran. An ihrem waren mehr Perlen. Jede Perle bedeutet einen wichtigen Augenblick für den Träger. Ich habe eine aufgezogen. Für deine ersten Schritte zur Freiheit. Erschaffe eigene Erinnerungen. Neue Lieder in deinem Herzen. Ich hoffe, das können wir. Britnella will wirklich wissen, was es heißt, Sarentu zu sein. Aber bei der Tarsiu schien Nor verwirrt. Aufgebracht. Ewa zeigt uns, wer wir sind und wer wir sein können. Aber sie erinnert auch an das Verlorene. Für dein Volk ist das eine schwere Bürde. Der Hinterausgang ist etwas versteckt. Er könnte dort sein. Der Feind greift immer mehr um sich. Die Clans müssen sich darauf einstellen. Hier, meine Waren. Ich hab mir nichts. Gib Acht. Ich verstehe Ihren Humor nicht. Okay, dann gehen wir mal dahin. So. Wo? Ach so, da.
Nor, wo bist du? Forschungsbereich im Hauptquartier des Widerstands. Hinweisuntersuchung. Ich habe eh nichts zu essen dabei, von daher. Wie kann ich... Ach da. Geplatzte Aderschote. Okay, laut Fußspuren hier. Hier sein. Wo müsste ich jetzt gehen? Hier. Hä, was? Manchmal kapier ich dieses Spiel nicht. Na, wie Fußspuren? Spur von Navi. Wo könnte er sein? Willst du mich verarschen? Bisschen behindert, jetzt mal ganz ehrlich. Oh, warte, was war das? Ja. Ah, wie Fußspuren. Das zeigt dir an. Dann hier.
Dann hier. Müsste hier oben sein. Und dann... Hier? Gibt's doch wohl nicht. Warum ist das so schwer, dieses Spiel? Mann. Ich gehe noch mal zurück. Okay. Ich muss es also erforschen. Ach, Mann, wie behindert ist das? Ich frage mich, ob... Vielleicht später. Ich frage mich, ob... Nor muss hier lang gekommen sein. Okay, denk nach. Nor hat die Basis verlassen. War definitiv hier. Geplatzte Adernhülse muss hier durchgehetzt sein. Der Geruch. Oh ja, folge dem Geruch. Wie lächerlich ist das? Lächerlich einfach. Priya, hörst du mich? Ich habe die Spur von Nord bei den Klippen verfolgt, aber seine Fährte verloren. Ich glaube, er hat einen Fluss überquert. Er ist doch nicht weit weg. Vielleicht wollte er nur ein wenig erkunden. Vielleicht. Ich klettere jetzt weiter. So, weiter. Ah, hier oben. Wohin jetzt? Hier? Hey, Sotle, bist du da? Ich glaube, Nor ist in der Nähe. Vielleicht könntest du mit ihm reden? Über deinen Clan, Sotle? Eines der anderen Lager. Kein Mucks dort. Du klingst besorgt. Die Himmelsmenschen breiten sich weiter aus. Ob sie es gefunden haben? Sotle! Ach, hier. Wie soll ich da hochkommen? Ach da. Pasta.
Glockenzweig? Ein Glockenzweig? Ah, verstehe. Ach, hier. Dann hier hoch. Was war das? Ubisoft präsentiert. Wow, was für ein Jupiter. Avatar Frontiers of Pandora. Was würden unsere Vorfahren von uns denken? Würden sie betrauern, was aus uns geworden ist? Wir sind immer noch Sarentu. Daylan spricht kaum unsere Sprache. Ihm war die menschliche Sprache schon immer lieber. Alma sagt, wir brauchen Zeit, uns anzupassen. Alma ist keine Na'vi. Warum ist die RDA zurück? Sie wollen mehr von Pandora. Immer mehr. Wir müssen kämpfen. Ja. Ahari hätte es genau so gewollt. Ich höre dich. Oh, gut. Da ist noch mehr RDA in die Richtung unterwegs. Geh. Ich suche Ritnella und Daylan. Wir sichern das Hauptquartier. Ein Skillpunkt. Skillpunkt? Ja. So. Hier werde ich jetzt einen Cut machen. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, Oruat, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.